Armando Torres, Begegnungen mit dem Nagual, das Ende einer Linie. Bei verschiedenen Gelegenheiten behauptete Carlos, dass die Traditionslinie von Don Juan Matus mit ihm ende. Doch jedes Mal, wenn ich mehr darüber erfahren wollte, meinte er, dass er mir jetzt nicht mehr darüber erzählen könnte. Ich weiß nicht, welchen Plan die Kraft folgt, und wer bin ich schon, um so etwas zu entscheiden? Ich weiß, dass die traditionelle Form der Linie, zu der ich gehöre, mit mir endet. Aber ob es zukünftig neue Formen geben wird oder nicht, das entscheidet eine höhere Macht. Er erzählte mir, dass er viele Jahre nach Zeichen für eine kontinuierliche Fortführung der Linie Ausschau gehalten habe. Er habe nach Menschen mit den leuchtenden Eigenschaften eines Nagual gesucht, aber niemand dergleichen sei erschienen. Schließlich habe er sich entschieden, makellos zu handeln, als wäre er der letzte Nagual auf Erden. Und daher rühre auch die Dringlichkeit, mit der er alles weitergebe. »Nutze dies zu deinem Vorteil«, sagte er zu mir. »Ich löse gerade meine gesamte Erbschaft auf und bringe alles unter die Leute.« Traurig fragte ich ihn, ob nach ihm niemand mehr das Wissen vermitteln würde. »Nein«, antwortete er, »so habe ich das nicht gemeint. Meine Bestimmung ist es, die Linie zu schließen, nichts weiter. Der Geist wird andere Wege finden, denn der Fluss des Wissens wird nie aufhören zu fließen. Das Ende einer Linie von Zauberern oder die Geburt einer neuen sind ständig vorkommende Ereignisse im Fluss der Energie. Ich kenne mehrere Kriegertrupps, die heute leben und die sich auf ihren endgültigen Sprung vorbereiten. Ebenso kann ich den Beginn eines neuen Zyklus vorhersehen, der mit der Erneuerung kultureller Paradigmen im kommenden Jahrtausend einhergeht.